Wer regelmäßig zum Sport geht, verbringt einen großen Teil seines Lebens im Fitnessstudio. Doch wie bei allen Dingen gibt es hier unterschiedliche Einrichtungen, die unterschiedliche Dinge bieten können. Deshalb dachte ich, es wäre interessant zu sehen, wie es sich in unterschiedlichen Fitnessstudios zu unterschiedlichen Preisklassen so trainiert. Wir werden in diesem Video ein Gym für 0 Euro, für 13 Euro, für 100 Euro und für 120 Euro pro Monat testen. Und die Unterschiede waren wirklich riesig. Genau diese Video, die macht gerade im amerikanischen Fitnessraum die Runde, also Shoutout an die üblichen Verdächtigen Jesse James und Will Tennyson. Was ihr euch jetzt fragt, Dominik, welches Fitnessstudio kostet bitte 0 Euro? Ich meine, Fitnessstudio ist ein dehnbarer Begriff, es ist nämlich ein Spielplatz. Auf vielen Spielplätzen lassen sich Klimmzugstangen oder andere Einrichtungen finden, mit denen man ein solides Training machen kann. Ich meine, es gibt Besseres, aber die meisten haben einen Zugang zu einem Spielplatz. Okay, aber kommen wir zu den wirklichen Fitnessstudios. Das hier war das billigste, was ich in meiner Stadt finden konnte. Die Mitgliedschaft kostet hier in den ersten 6 Monaten sage und schreibe 1 Euro. Danach geht die Mitgliedschaft hoch auf 24,90, addiert man das alles zusammen und teilt es durch 12, kommt man auf 12,95 pro Monat. Was Billigeres konnte ich wirklich nicht finden. Okay, das Ding ist, wir haben keinen Parkplatz gefunden bei diesem Fitnessstudio, darum haben wir uns einfach auf dem Parkplatz von dem Lebensmittelmarkt hingestellt. Es ist jetzt ein bisschen später am Abend und wir sind einfach eingeschlossen. Ich muss das Auto jetzt bis morgen hier stehen lassen. Wir müssen mit dem Uber heimfahren. Das Ganze ist eine Top-Option. Die Maschinen sind gut, man kann dort wirklich gut trainieren. Das Abo ist wirklich schön günstig und man kann damit sogar in jedem Studio von dieser Kette trainieren. Das sind allein in Deutschland und Österreich ca. 180 Studios. Doch das nächste Studio ist keine Kette, das gibt es nur einmal. Deshalb heißt das Ganze auch das Gym. In einer unscheinbaren Gegend befindet sich eine Einrichtung, die anscheinend das beste Gym der Welt sein soll. Müssen wir natürlich auschecken. Dort angekommen haben wir eine Führung bekommen und haben ziemlich schnell bemerkt, warum dieses Gym diesen Ruf genießt. Lasst mich euch ein paar Beispiele geben. Es gibt unzählige Bänke und Squat-Racks. Egal wie viel gerade los ist, das was man braucht ist sehr wahrscheinlich frei. Es gibt einen eigenen Gym-Schmied. Dieser baut und modifiziert Geräte selber. Die Plastikgriffe von vielen Maschinen wurden beispielsweise abgesägt und durch gekerbte Metallgriffe ersetzt, einfach damit man ein noch besseres Trainingsgefühl hat. Außerdem wurde der sogenannte Loot-Drop-Mechanismus erfunden. Wenn man fertig mit dem Satz ist, kann man einfach diesen Schalter hier betätigen, dann rutscht das Gewicht zurück, wird demnach leichter und man kann den Dropset machen, ohne die Gewichte umzustecken oder ohne aufzustehen. Es gibt sogar auf der Toilette Bildschirme, auf denen Trainingsvideos laufen, damit man dort die Motivation auch nicht verliert. Dieses Gym hat keinen Vertrag mit irgendeinem Gerätehersteller, das heißt, die Marken können selbst ausgewählt werden und das führt dazu, dass jede Maschine, die da drin steht, penibelst ausgewählt wurde und da stehen echt ein paar Sachen drin, die habe ich noch nie gesehen und die schauen auch ehrlicherweise aus wie Foltermaschinen. Die Kurzhanteln gehen bis zu 120 Kilogramm pro Hantel. Es gibt eine Devise und zwar das Gewicht darf nie ausgehen. Sollte da jemand reinkommen und die 120 Kilo Hanteln drücken, dann würden 130 Kilo Hanteln besorgt werden. Überall stehen Terminator-Figuren, es gibt eine Arnold Schwarzenegger-Galerie und noch super viele andere Bilder und das Gym ist gleichzeitig auch ein Museum für die komplette Historie des Kraftsports. Das hier ist Dorian Yates, er hat 6-mal den Mr. Olympia gewonnen und das hier ist die Bizepsmaschine, auf der er immer trainiert hat. Das ist nicht einfach die gleiche Maschine, sondern das ist wirklich die exakte Maschine, die er benutzt hat, um diese Titel zu gewinnen. Denn die beiden Besitzer des Gyms haben, als das Temple Gym in England, wo Dorian Yates trainiert, aufgelassen wurde, ein paar Maschinen, auf denen er trainiert hat, rausgekauft und nach Österreich verfrachtet. Dort stehen die immer noch im Originalzustand, werden auch nicht renoviert, damit der Schweiß da immer drauf bleibt. Es gibt eine Klimmzugstange in der Dusche, falls man beschließt, dort noch einen Satz drauf zu machen. Und es gibt sogar eine Bizeps-Pension, in der man im Gym übernachten kann. Posing-Räume, Powerlifting-Bereich mit einer Kamera, die alles zeitversetzt aufzeichnet, damit man sich die Ausführung ansehen kann. Und einen Supplement-Süßigkeiten-Automat. Hier kann man halt wirklich ultimativ Kraftsport betreiben. Das Gym hat auch einen Seminarbereich. Hier werden Ausbildungen und ganze Lehrgänge rund um das Thema Kraftsport angeboten. Es herrscht einfach auch eine krasse Gemeinsamkeit unter Menschen, die sich für Kraftsport interessieren. Im Gym gibt es dann noch ein Restaurant, welches das Anabol heißt. Hier kann man sich eine Bowl nach seinen perfekten Nährwerten zusammenstellen. Es gibt super viele Zutaten und man kann sagen, wie viel Gramm man von was reinhaben will. Das wird dann abgewogen und man bekommt Informationen über die Kalorien, Makronährstoffe etc. In diesem Gym geht es einfach 100% um Training. Kein Schnickschnack, einfach nur unfassbar viele Geräte für jede erdenkliche Muskelgruppe, für jede erdenkliche Kraftkurve, für jede erdenkliche Sportart. Man spürt wirklich die Leidenschaft, wenn man dort reingeht. Die Liebe zum Detail ist unfassbar und es liegt einfach riesengroße Motivation in der Luft. Ist wirklich ein Top-Studio. Ladies and Gentlemen, das Gym, die Idee vom Gym ist es und war es, Leute zusammenzubringen, um sich einerseits natürlich körperlich weiterzuentwickeln, aber diese körperliche Weiterentwicklung auch zu nutzen, damit man mental stärker wird, Charakter aufbaut und Persönlichkeitsentwicklung durchläuft. Darum geht es eigentlich. Also starker Bizeps, stark da oben, stark da drinnen. Das ist schon mal.
Es hat auch ein bisschen diesen amerikanischen Oldschool-Vibe und das nächste Gym ist genau das exakte Gegenteil davon. Übrigens, falls ihr euch fragt, wo ich trainiere in einem relativ kleinen Kraftraum. Dort gibt es exakt ein Gerät für Sit-Ups, eine Bank, ein Kurzhantelrack, eine Kabelturm und ein paar Cardio-Geräte. Das funktioniert für mich relativ gut. Meistens bin ich dort alleine, das heißt, ich habe meine Ruhe, das ist sehr angenehm und es sind absolut alle Geräte, die man irgendwie braucht. Ab und zu gehe ich ins Fitnessstudio, weil ich dort Freunde besuche oder weil mir einfach danach ist, aber wirklich 80-90% meiner Trainings passieren einfach dort. Im höchsten Gebäude Österreichs befindet sich ein Fitnessstudio der Kette John Harris. Eigentlich das teuerste, was man sich in Wien ziehen kann und auch das luxuriöseste meiner Meinung nach. Man merkt schon, wie es beleuchtet ist etc. Ich finde, es hat schon Flair. Das hat Features, die ich noch nie gesehen habe und auch ehrlich gesagt nicht wusste, dass ein Fitnessstudio sowas haben kann. Das Ganze ist in Wiens höchstem Gebäude. Es ist ein Bürogebäude. Demnach ist hier am Vormittag auch wirklich wenig los. Wir sind gerade Freitagvormittags da und es sind, glaube ich, im ganzen Studio 5 Leute. Das ist extrem angenehm. Das Studio ist wirklich großflächig. Es ist rundherum verglast, was erstens dazu führt, dass super viel Tageslicht reinkommt und zweitens hat man halt einen Ausblick über ganz Wien. Was halt wirklich auch extrem cool ist, ist die Aussicht. Man sieht hier über ganz Wien auch auf diese super berühmte Brücke. Das Ganze hat sozusagen zwei Bereiche. Das eine ist der Kraftbereich, wo wir gerade eben waren. Das andere ist der Cardio-Bereich. Ich denke, das Klientel besteht zum Großteil aus Leuten, die hier arbeiten, die entweder in der Mittagspause oder am Abend nach dem Arbeitstag trainieren. Außerhalb der Stoßzeiten ist das Gym wirklich leer, was auch super angenehm war. Hier gibt es die ganzen Geräte für die Beine, die ganzen Cardio-Geräte. Da hinten gibt es noch einen Raum für die Gruppenkurse. Das wahre Highlight kommt aber jetzt. Hier gibt es sogar auch Massageräume und ein Solarium. Und es ist halt alles industriell und luxuriös gestaltet. Man fühlt sich fast nicht so wie in einem Fitnessstudio, ich weiß nicht. Was aber wirklich, glaube ich, das Herzstück von diesem Fitnessstudio ist, ist ein beheizter Pool mit Ausblick über die ganze Stadt. Das ist halt wirklich krass. Das ist wirklich cool. Lass noch auf die Terrasse gehen. Das Studio ist wirklich, wie gesagt, sehr stilvoll eingerichtet. Es hat wirklich diesen modernen, urbanen Vibe. Dann gibt es hier noch den Wellness-Bereich. Ich werde natürlich nicht mit einer riesengroßen Kamera filmen, aber ich werde nachher versuchen, das Ganze mit meinem Handy zu infiltrieren, wenn niemand dort ist. Das war eine Aussage, die mich eigentlich extrem creepy erscheinen lässt, glaube ich. Den Wellness-Bereich über dem Pool konnte ich filmen, der andere war leider besetzt. Wenn man dann die schwerste Tür der Welt öffnet, hat man hier noch eine Terrasse mit Aussicht über die ganze Stadt, wo man eben nach Wellness chillen kann. So Dinge wie Pool oder Sauna sind natürlich nicht nötig, aber schon ein harter Luxus und können bei der Regeneration durchaus helfen. Das ist halt wirklich ein solides Studio, wo man den einen oder anderen Abend absolut verbringen kann. Es war super ruhig und angenehm dort zu trainieren. Es ist ebenfalls ein Top-Studio. Schreibt gerne rein, welches Gym euch am besten gefallen hat und bitte behalten im Kopf, egal ob und in welches Gym man geht, es ist einfach nur wichtig, dass ihr regelmäßig Sport macht, weil das top Auswirkungen auf euer Wohlbefinden und eure Gesundheit hat. Schreibt gerne in die Kommentare, wo ihr trainieren geht und welches Gym ihr am besten fandet. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt gesund, mögen alle eure Träume wahr werden. Peace!